Warte mal, was ist das diesmal für ein Tier? Ich kenne ein Tier, das hat einen ganz langen Hals. Der ist so lang bis zur Decke. Das ist doch kein Langhals. Kein Nilpferd. Ein langen Hals und dünnen. Und viel Blätter. Und es wühlt sich nicht im Matsch. Unser Tier muss dünner sein. Nein! Das ist ein Pferd. Und das meinten wir nicht. Das Tier ist gelb und nicht braun. Ist lang, ist gelb, schwarz oder ja? Es hat Flecken. Ja. Braune Flecken. Und hat die schwarz. Ja. Nein! Wir meinten keine Anaconda. Nein, die meinten wir nicht. Unser Tier, das wir meinen, das hat so lange Beine. Und es hat Hufe. Und isst Blätter. Vom Baum. Ja. 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 Nein. Kein Affe. Und der Kopf ist falsch. Der hat hier vorne so eine spitze Schnauze. Und auf den Hörnern Bobbel. Ja! Die Giraffe. Die meinten wir. Wir strecken uns wie eine Giraffe. Heute besuchen wir eine Giraffe. Sie ist unglaublich hoch. Wie das wohl ist, wenn man alles von so hoch oben sieht? Wir gucken mal. Wir steigen so hoch, wie die Giraffe groß ist. Bis hier. Jetzt sind wir so hoch wie eine Giraffe. Die sehen immer alles aus der Höhe. Auch uns. So sieht die Giraffe uns. Und so sehen wir die Giraffe. Aber wieso ist sie eigentlich so groß? Warum muss sie so weit oben sein? Guck, sie frisst. So weit oben wie kein anderes Tier. Da oben frisst ihr keiner was weg. Stell dir vor, du müsstest dein Essen von so hoch oben holen. Wir probieren es aus. Richtig strecken. Gar nicht so leicht. Aber was ist, wenn die Giraffe was von Boden braucht? Siehst du? Sie muss die Beine ganz weit auseinander machen. Sonst kommt sie gar nicht runter. Stell dir vor, du hättest so steife Beine wie eine Giraffe und müsstest vom Boden trinken. Geht. Gerade so. Aber schwer. Wenn man so groß ist wie eine Giraffe,
kommt man also viel leichter hoch. Aber dafür kommen wir viel leichter runter. Wir malen eine Giraffe. Unsere Giraffe aus. Und deine? Und jetzt bringt deine Giraffe die Post.
internets.de.